Moin Moin und herzlich willkommen bei den Vape Watchers. Ich habe heute was dabei für alle Dynavape-Fans unter euch, und zwar den Wand von Aspire. Das ist ein Gerät, das eigentlich dazu gemacht wurde, Dabs zu erhitzen, oder die Bangers nennt man die, glaube ich, die Glasbehälter, in denen man das verdampft. Das kann aber auch dafür genutzt werden, als Induktionsheizer für Dynavapes. Das war sehr schöne Grammatik, aber lassen wir so. Genau, und das funktioniert einwandfrei, deshalb möchte ich das Produkt heute gerne vorstellen. Ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche gewesen nach einem Induktionsheizer für den Diner, denn ich finde, im Feuerzeug kann das Ganze ein bisschen mühselig werden auf Dauer. Vor allem draußen oder in also gewissen Umweltsituationen. Und ich hatte mir gedacht, mit einem Induktionsheizer kann das Ganze ein bisschen komfortabler vonstatten gehen. Auf meiner Suche habe ich ein paar Induktionsheizer ausprobiert. Da waren der Kubo 2, glaube ich, war das, von Verdampft nochmal, und der Black Shadow habe ich auch damals bei Verdampft nochmal gekauft dabei. Das sind beides Induktionsheizer also mit Batterie. Und die haben auch gut funktioniert, allerdings nicht lange. Beide Geräte sind irgendwie nach einer Weile Nutzung, sag ich mal, anfällig geworden, insbesondere die Batterien. Auch aber, dass sie sich abgeschaltet haben ohne Vorwarnung und ähnliches. Also abgeschaltet nicht, weil die Batterie leer war, sondern weiß ich nicht warum. Genau, aber am Ende meiner Suche bin ich hier gelandet bei Aspire und bin sehr zufrieden. Der Aspire ist ganz leicht erklärt eigentlich hier oben. Ist die Induktionsspule, da kommt die Heizkappe rein oder die Dynacap und dann heizt der und dann läuft alles wie sonst auch, Klick und fertig. Das Geile hierbei ist, man kann die Temperatur einstellen. Ich benutze meinen auf 145 Grad, habe gemerkt, das reicht. Und mein Highlight, was das zum besten und zuverlässigsten Induktionsheizer für Dynavapes macht, den die Welt je gesehen hat, ist der Fakt, dass man das Ding umdrehen kann, aufmachen kann und die Batterien wechseln kann. Denn neben der Anfälligkeit, die alle anderen deiner Induktionsheizer hatten, war insbesondere die Batterielaufzeit ein großes Manko. Die haben alle Feierabend gemacht, bevor ich Feierabend gemacht habe, was insbesondere draußen nicht so schön ist, weil die sind groß und sperrig manchmal und ein bisschen schwer manchmal auch. Und wenn du die in der Tasche hast und die Batterie ist leer, dann hast du da nicht so viel von. Das kann hiermit nicht so leicht passieren. Ihr habt es gesehen, 2x18, 6,50 und ab geht's. Das ist nice. ich war natürlich gleich so spitzfindig und habe mir ein bisschen Zubehör besorgt. Und zwar einen Dyna Insert, das ist sogar der originale von Aspire. Der besteht aus zwei, eigentlich drei Teilen, aber zwei, die halt gleichzeitig in Benutzung sind. Einmal hier so eine Füllmenge, die hier unten in den Aspire reinkommt. Klack. Aber vorher muss halt die Glaskammer rein. So, zack. Bumm. Und dann kann man den Dynavap auch schön drin abstellen. Wenn man das nicht hat, dann rutscht er halt so ein bisschen durch. Aber also ich habe es vorher auch ohne benutzt und meistens lege ich das Ding eh ab, wie das hier. Ups, dann andersrum, wie das hier. Und das war unproblematisch. Also der Dynavap berührt dann halt den Boden. Je nach Untergrund kann das problematisch werden, wenn der nicht erhitzt werden sollte auf so einem Untergrund. Aber abseits davon eigentlich unproblematisch. Ich finde es trotzdem ein schönes Feature. Hat kaum Unterschied für die Heizintensität gemacht. Ich dachte, vielleicht müsste die Temperatur nach oben anpassen, was vielleicht die Batterie also schneller leer machen würde, aber ist nicht passiert. Das heißt, ist eigentlich ziemlich geil. Batterie ist auch noch ein großer Pluspunkt. Also auf 145 Grad kriege ich mit den rosa Dingern, ich glaube Samsung, bin ich ganz sicher, ist auch egal, aber mit denen kriege ich mehr als 50 Klicks hin, was im Vergleich mit den anderen Induktionsheizern, die ich kenne, auch ganz schön viel ist. Ich hatte lange Schwierigkeiten, das Ding zu kriegen. Ich wollte es mir schon bestellen aus Kanada oder so. Hab's aber letztendlich bei meinem Kumpel Natural Steaming in Spanien gefunden und dort mitgenommen. Für alle Menschen, die jetzt nach diesem Video denken, ich will auch so ein Gerät haben für meinen Diner, die können
Nee, die haben mehr Glück. Die müssen nämlich nicht bis nach Spanien. Die können das Ganze, wer hätte es gedacht, bei Green Dream bestellen. Schon wieder bin ich bei denen. Aber wieder nicht aus bezahlt oder sonst irgendwelchen Gründen, sondern einfach, weil die sich einen guten Induktionsheizer zugelegt haben, den die jetzt den Leuten anbieten. Und da kriegt ihr auch den Insert, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann es euch nur empfehlen. Mir macht das Gerät Spaß. Ich benutze es jeden Tag seither und bin nicht enttäuscht. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Habt ihr andere Induktionsheizer ausprobiert? Was denkt ihr dazu? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und wir hören uns beim nächsten Mal.